Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing von der Glossy Box für dich und zwar ist das die Februar Box. Es soll um das Thema Valentinstag gehen, Liebe, Romantik und da kommt direkt Sammy an und möchte Liebe. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und du guckst mir fleißig zu? Na gut. So, machen wir das Schätzchen zuallererst mal auf. Oh ja, es ist eine schöne Edition von der Box. So sieht die aus. Ich hole euch die mal eben raus, dann seht ihr die auch komplett. So, oh, mega. It's all about love. Finde ich mega schön, das Thema. Ich bin ein Valentinstags-Fan. Du auch? Stimme mal hier oben ab. Also, ne, ich bin seit 13 Jahren mit meinem Freund zusammen, da darf man auch Fan von Valentinstag sein, finde ich. So, hinten hast du auch so hier Herzchen drauf. Mega schön. Dann hier das Glossy Box Logo. Und ja, finde ich richtig, richtig schön. Also, das ist eine Box, die finde ich auch richtig dekorativ. Dann haben wir hier noch ein paar Gutscheine mit drin. Das ist einmal hier von Get in Shape, keine Ahnung. Könnt ihr euch abschreiben, wenn ihr möchtet. Und dann habe ich hier von HelloFresh noch einen 30-Euro-Gutschein. Den packe ich euch immer mit in die Verlosungsboxen, wer Bock drauf hat. Dann habe ich hier von Bluemon auch noch einen Gutscheincode. Und hier hinten steht er drauf. So, jetzt kommen wir zum Herzstück des Ganzen und öffnen die Box. Es kommt ein leicht obstiger Geruch raus, aber ich kann mich auch irren. Ja, nach irgendwas Gutem riecht es. Also das Schleifchen finde ich dieses Mal auch richtig schön. Das Schleifenpapier, das ist mit Herzchen drauf. Das machen wir doch mal direkt auf und öffnen das Seidenpapier. Oh, guck mal, der Klebi ließ sich fast rückstandslos entfernen. Das ist doch auch schon mal sehr nice. Und hier haben wir das Glossy Magazin drin. Finde ich super spannend immer. Also da sind Gutscheincodes drin, da sind viele, viele tolle Sachen drin. Styling-Tipps und so, ne? Richtig toll. Wenn ich Gutscheine finde, stehen sie immer unten in der Infobox. Das ist süß, ne? Ha, ja. Okay, fangen wir hiermit an. Das ist von Pure Lay, Happy Valentine's Day. Das ist ein Armband bzw. Haargummi. Ich muss ehrlich sagen, unten 25% Rabatt. Ich weiß nicht, ob das bei meinem Bommel funktioniert. Kann ich ja mal ausprobieren. Ja, ich nehme mein Haargummi immer etwas unschön aus meinen Haaren raus. Ich weiß. Aber dafür hast du da auch wirklich keine Haare dranhängen, ne? Ich mag meine Invisi-Bobble-Nachmache-Gedöns-Sachen. Ich meine, das wäre doch auch mal ein Look, ne? Einfach mal lässig zur Seite hängen lassen. So, jetzt probieren wir das mal mit diesem Haargummi. Ich bin wirklich gespannt, weil das halt echt nicht weit auseinander geht, ne? Wird schon schwierig, weil ich jetzt schon Probleme habe, das drüber zu ziehen. Ich glaube, das ist nicht für diese Haarlänge gemacht. Also im Prinzip hätte ich jetzt noch den Schwanz über und oben sähe das so aus. Also das erinnert mich so ein bisschen an meine Kindheit, muss ich gestehen. Also ich zeige euch mal, wie das normalerweise aussieht, wenn ich mir einen Bummel mache. Ich weiß nicht, wie ihr das am besten sehen könnt. Such das mal so. Ich hoffe, die Kamera hat das jetzt eingefangen. Aber so sieht das eigentlich aus, wenn ich mir einen Bommel mache. Da braucht man doch ein etwas längeres Haargummi für, ne? Also ich glaube, dass das hier eher was so für Pferdeschwänze ist. Und irgendwie wollen meine Haare jetzt gerade gar nicht mehr. Die sagen jetzt, nee, ciao, komm. Ja, eher was für einen Pferdeschwanz oder so, ne? Aber jetzt nicht für Bommelfrisuren.
Dann habe ich hier drin eine Haarmilch. Das ist ein Pflegeshampoo von Nivea. Milch- und Seidenproteine und Eucerin, was auch immer das ist. Intensive Feuchtigkeit für natürlichen Glanz, für glanzloses und trockenes Haar. Ich habe damals öfters von Nivea tatsächlich Shampoos gehabt, aber ich fand damals, ne, das ist jetzt ja auch schon 15 Jahre her, dass meine Haare davon ein bisschen schnell nachgefettet haben. Ich weiß es nicht, vielleicht haben die die Rezeptur verändert. Das wäre schön, ne? Oh, das riecht aber richtig gut. Das riecht schön frisch, ein bisschen dieser Nivea-Duft und dann halt noch so ein bisschen ein Kick mit dabei. Vom Packaging find ich es richtig schön. Du hast hier so Blinky, ne? Das ist so mit Glitzer, das ist Silber. Richtig schön. Gefällt mir richtig gut. Also, das wird sich auch dekorativ in der Dusche machen. Sammy läuft hier übrigens die ganze Zeit durch den Raum. Also nicht wundern, falls ihr irgendwo was tapern hört oder so. Es ist halt, wenn man den ganzen Tag auf der Arbeit ist, ne, dann vermisst er einen so und es ist Freitag, wenn man dann nach Hause kommt, dann freut er sich, wenn man da ist und so. Und dann möchte ich auch nicht hier einfach immer die Tür zumachen. Dann lasse ich den auch gerne mit in den Raum. Ich hoffe, das ist okay für euch. Sammy freut sich dann auf jeden Fall Oh immer. ja, Dann habe ich hier etwas drin, was ich richtig toll finde. Das ist von Glossybox selber ein Pinsel. Den hole ich mal schnell raus, dann seht ihr das auch besser. So sieht der aus. Mega cool. Also das scheint entweder ein Augenbrauenpinsel zu sein oder eben, ich verwende sowas ganz gerne für hier unter meinem Auge, wenn ich da noch ja, Lidschatten auftrage und der ist mega schön und halt von Glossybox selber. Ich wusste gar nicht, dass die Pinsel machen. Richtig cool. Das Produkt finde ich richtig geil. Das freut mich. Richtig toll. Ich bin gespannt, ob der auch qualitativ hochwertig ist, wenn ich so dran reiße. Fallen jetzt so keine Haare raus. Der ist ja auch relativ fest gebunden hier oben. Nicht relativ, der ist festgebunden. Und ja, geil. Und die Farbe gefällt mir und der wird super zu meinen Pinsel-Viechern passen. Ich verlinke euch auch alles, was ich euch so sage, nenne, wie auch immer, unten in der Infobox. Da könnt ihr auch mal schauen. Auch die Vasen sind das ja, glaube ich, sogar. Habe ich von Amazon gekauft. So, ja, ich mach mal weiter. Dann habe ich hier mit drin. Von Shams Multi-Effekt Masking, aber die habe ich schon. Das heißt, die werde ich dann demnächst mal verlosen. Die kommt in ein Verlosungspaket. Habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich aber mit euch mal zusammen ausprobieren. Denn ich finde es mega spannend, dass du da wirklich die drei verschiedenen Partien hast und die drei verschiedenen Sachets und dass man sich das so cool auftragen kann. Und dass es mit Lakritz, Erdbeer und, warte, Heilerde. Heilkreide, Entschuldigung, richtig cool, da freue ich mich mega drauf, weil das die unterschiedlichen Partien im Gesicht auch entsprechend pflegt, so wie sie es halt brauchen. Und das, ah, da freue ich mich richtig drauf. Und das ist alles so schön in Pink hier gehalten, das finde ich auch mega geil. So, dann habe ich hier von, wie geil, das habe ich bei den anderen auch gesehen, ich glaube, das ist auch in jeder Box mit drin, von Huda Beauty ein Lipstrobe. Und das ist so ein Gold. Also, scheiß die Wand an, Entschuldigung. Richtig geil. Also, das ist ein mega teures Produkt. Es gab ja schon mal von Huda Beauty einen so einen Liquid Lipstick in der Glossy Box. Und den finde ich mega gut. Der hält einfach. Der hält bombenfest. Und ich habe jetzt heute einen relativ nudigen Look, sage ich mal. Da würde ich jetzt einfach mal versuchen, den als Topper zu verwenden auf meinem nude-braunen Lippenstift. Versuchen wir das doch mal. So sieht das Füßchen aus. Das hat so eine Tropfenform. Mega cool. So ein bisschen angewinkelt, ne? Das ist auch ziemlich toll. Oh, der riecht auch schön süß. Der riecht nach Zuckerwatte. Mega. Und jetzt suche ich mir mal eben einen Spiegel. Grüße an Fiona gehen mal wieder raus. Dein Spiegel ist in Verwendung. Und dann trage ich ihn mir mal so ein bisschen als Topper ganz vorsichtig auf die Lippen auf. Also ich habe nur ein ganz, ganz kleines bisschen verwendet, den oben hingetupft und dann die Lippen so aufeinander gepresst. Das finde ich schön. Das macht echt, also das ist richtig schön, weil du hast dann so ein bisschen diesen Nude-Look, diesen Nude-Lippenstift als so eine Art Lip-Liner außenrum zu, aber dann auch noch so ein bisschen als eine dunkle Verstärkung, damit es halt nicht zu sehr nach, ja, C3PO aussieht. Irgendwie in letzter Zeit habe ich ziemlich viele Star Wars-Vergleiche, ne? Okay, aber er gefällt mir Gut. gut. Ich finde den schön. Ich finde den richtig schön. Ja, doch, geiles Teil. Also das kann man gut machen, ne? Dass man den dann nimmt als Topper für nudefarbene Lippenstifte. Denn ansonsten denke ich, oder befürchte ich vielmehr, dass er halt zu gold ist. Und dann sieht der Look dann halt zu unnatürlich aus. Ich bin dann ja echt so ein, ne?
sehr natürlicher Mensch. Und hier siehst du auch die Farbe vom Swatch. Der ist richtig gold, ne? Und das ist natürlich alleine dann wahrscheinlich ein bisschen heftig. Aber wenn man den so als Topper benutzt, oh, geil. Der passt auch gerade voll zu meinem Highlighter. Ich habe den Becker Opal Highlighter wieder drauf, weil ich ihn ja abgöttisch liebe. Ich hoffe, dass er niemals leer geht. Der ist so toll. Und dazu dann dieser Lippenstift oder dieser Strobe Balm. Wie heißt das? Lipstrobe, dieser Lipstrobe von Huda Beauty. Ne? Mir gefällt's. Ja, wir sind natürlich immer noch nicht fertig. Ich habe hier von Look to Go Famous Red einen Nagellack mit drin. Das finde ich ja cool. Der ist in so einem Rot. Ich glaube, dass ich in diesem Rot schon 5 Milliarden andere Nagellacke habe. Deswegen finde ich es cool, weil ich den an euch verlosen kann. Und das finde ich toll. Famous Red. Ja, das ist so ein ganz klassisches Rot. Ich trage ja auf meinen Nägeln keinen Nagellack, weil ich ja Gelnägel habe, macht das keinen Sinn. Nur auf den Fußnägeln und ich guck mal. Also wenn ich davon schon genug andere Farben, genug andere in der Farbe habe, ja, dann pack ich den in ein sehr bald kommendes Verlosungspaket. Ich hau ja zurzeit sowieso alles raus, was geht, ne? Das ist ja, mache ich aber gerne für euch, weil ihr seid da. Ihr unterstützt mich und ihr seid freundlich und da möchte man einfach auch das ein oder andere Mal was zurückgeben. Und dann habe ich mir gedacht, komm, da musst du jetzt nicht immer warten, bis du dann eine gewisse Abonnentenzahl hast oder so. Ich hau einfach raus. Alles raushauen, was keine Miete zahlt. So, und ich glaube, ja, das letzte Produkt, was ich hier drin habe, ist von DWTN Paris. Ich glaube, Downtown Paris heißt das. Das ist ein Highlighter. Ich bin jetzt nicht so der Ultra-Fan von Liquid Highlightern, muss ich gestehen. Aber ich muss sie mal ausprobieren. Ich muss mich auch mal auf solche Dinge einlassen. Ich sage es immer wieder. Hier steht jetzt alles auf Französisch drauf. Das ist natürlich total super. Ich habe zwar mal Französisch in der Schule gehabt für eine ziemlich lange Zeit, aber mein Abi ist jetzt auch einfach schon 11 Jahre her, Leute. So, den swatchen wir uns mal, weil ich werde den behalten, ich werde den benutzen, austesten, auf Herz und Nieren prüfen. Ich mache mir den hier einfach mal so in der kleinen Menge auf den Handrücken. Also das sieht sehr gelig aus. Dieser Spender hier ist auch so ein, ne, der gefällt mir einfach. Was soll ich da groß zu sagen? Das ist für die Dosierung sehr, sehr angenehm, dass du halt nicht so direkt dir da ultra was drauf haust. So, und dann verreiben wir den mal. Das ist ja wirklich jetzt nur so eine Erbsengröße gewesen, wenn überhaupt. Okay. Wenn ich den jetzt einfach so ein bisschen verteile, dann siehst du, dass es halt noch echt dick ist. Komm, Highlighter, lass mich nicht hängen. Er riecht auf jeden Fall nach nicht wirklich viel. Also einfach so ein bisschen gelig. Aber ich sehe ungefähr nichts auf meiner Hand. So im Vergleich zu der Hand, ne? Ja, einen leichten Glow sieht man wohl. Aber das ist ja extrem leicht. Also das ist dann wohl eher was, ja gut, wenn ich jetzt so von der Seite gucke, dann sehe ich, dass es ein bisschen rötlich schimmert, ne? Aber ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt. Also ich filme ja jetzt nicht so mit einer hochprofessionellen Kamera. Es ist immer noch mein Handy. Aber ich warte darauf, dass ich genug Geld zusammengespart habe, was ein bisschen schwer wird bei diesen ganzen Fingerjuckensachen, wenn man durch die Drogerie oder durch irgendwelche sonstigen, ja, Läden, Shops, Online-Shops geht. Und ja, gar nicht so einfach. Aber ich muss ein bisschen Geld sparen und dann hole ich mir eine ordentliche Kamera. Ich kann euch ja mal unten in die Infobox reinschreiben, welche ich mir gerne demnächst mal holen will. Die kostet halt nicht wenig, ne? 500, 600 € so den Dreh. Ja, da muss die Claudi noch ein bisschen sparen. Naja, auf jeden Fall hat der, also hier an den Seiten sehe ich das halt, ne? So ein, ja, rötlicheren Glow, wie auch immer. Ich denke, dass es eine gute Kiste ist, wenn du wirklich keine Foundation oder sowas drauf hast oder nur eine ganz, ganz leichte, im Sommer zum Beispiel. Und dann tupft man sich das hier nur ganz leicht auf. Ich glaube, das ist ganz cool. Ja, also werde ich mir den bis zum Sommer aufbewahren und dann mal ausprobieren. Mal gucken. Ich bin da ganz gespannt drauf. Ja, created in Paris 11. In der 11. Straße in Paris wahrscheinlich. Ja, So. cool. Das Glossy-Büchslein ist leer. Wir haben den Nagellack. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Produkte. Also in der Glossybox hast du ja normalerweise so 5 Produkte drin. Die kostet 12,50 € bis 15 €, je nachdem, ne? Ob du quasi ein jederzeit kündbares Abo nimmst oder ob du ein Jahresabo nimmst, dann zahlst du ja unterschiedlich dafür. Unten in der Infobox findest du auch einen Link dafür, dann kriegst du die ein bisschen günstiger. Und
Finde ich cool. Ich blende euch hier mal den Gesamtwert der Produkte ein. Also ich denke, dass wir dieses Mal, boah, mit diesem Huda Beauty schon ein bisschen höher liegen werden. Boah, 55 Euro, 60 Euro, bestimmt, oder? Ich gehe da mal von aus. Schreib du mir doch mal gerne in die Kommentare, ob du so einen Liptopper im Alltag verwenden würdest oder ob du sagst, schwieriges Produkt. Würde ich gerne mal von dir erfahren. Ja, ansonsten, ich finde die Produkte cool. Ich bin glücklich mit der Box und würde einfach sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Würde ich mich extrem drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dich hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!